weiß, was ich zu tun habe. Ganz Schritte schnell umzusetzen, fällt mir schon mit Musik schwer. Aber ohne irgendetwas zu hören, ist es mir quasi unmöglich. Was machst du da? Kleiner Vogel? Oh, Oskar, kleiner Vogel. Ja, prima, fein machst du das. Oh, mein Handy. Alles gut? Ich habe keine Nachricht. Ja, fein machst du das. Ja, hallo Oskar. Geht's dir gut? Kleiner Vogel? Was machst du da? Oh, fein. Was ist los? Okay. Wie macht das Telefon? Das Telefon. Je mehr Zeit ich mit den gehörlosen Frauen verbringe, umso mehr bin ich fasziniert von ihrer Art der Kommunikation. Piep, piep. Wie macht das Telefon? Oskar. Aber ich entdecke auch, dass das eine Art, hallo. Dass es eine Schönheit hat, dass die Gebärdensprache eine Schönheit hat. So wie die Stimme oder der stimmliche Klang etwas Schönes hat, hat auch die Gebärdensprache eine Schönheit. Und sie ist sehr unterschiedlich zu hastigen Bewegungen. Und das ist alles gut. Und so. Die Kommunikation, hallo Oskar. Aber selten bin ich so verständlich. Hallo Oskar. Geht's dir gut? Oskar, kleiner Vogel. Dich ganz angeregt unterhalten kannst, ne? Weil die Augen sprechen, die Mimik ist ganz ausgeprägt und du benutzt Hände. Das war ja, und nun? Eine ganz, ganz positive Erfahrung. In Freiburg soll der kleine Oskar zum ersten Mal in seinem Leben. Ja, wo bist du denn? Ja, spielst du wieder Nussknacker? Wie macht das Telefon? Nein. Geht's dir gut? Kleiner Vogel? In Alexanders Cochlea-Implantat befinden sich zwei